Es ist ja auch bestätigt. Ich weiß bloß nicht, ist es schon draußen? Ich blute hier. Du? Bei mir geht's. Ich hab noch ein letztes Ding für dich. Maurice hat aufgegeben. Jetzt sprudelt das aus ihm raus. Ich schick dir die Location. Den Rest musst du selbst machen. So läuft das Business, hä? Ja, genau. So läuft das Business. Jordy könnte es. Er ist ein sauberer Fixer. Löst alle offenen Probleme. Maurice ist eins von diesen Problemen. Aber eigentlich ist er meins. Er ist der, der auf mein Auto schoss, meine Nichte tötete. Ich würde gerne sagen, dass wir verschieden sind, aber ich weiß es nicht mehr. Wie viele Menschen habe ich verletzt? Getötet? Wer verdient den Tod? Wer entscheidet das? Habe ich noch eine letzte Mission? Könnte es noch eine allerletzte Mission sein? Da stellt sich ja jetzt natürlich die Frage. Im Moment lädt er ja noch. Es ist vorbei. Du bist der Letzte. Es gibt keinen Letzten. Jetzt bist du dran. Ich hab dich gewarnt. Diese Kerle sind anders als alles, was du kennst. Nein. Aber jetzt können Sie etwas fürchten. Was verdammt? Was stimmt nicht mit dir? Hä? Du bist erledigt! Verstanden? Wir sind beide erledigt! Erschieß mich, verdammt! Mach schon. Hä? Dann kannst du besser schlafen. Tötest den Mörder deiner Nichte. Schön für dich, du Ficker! Das ist immer eine dieser. Aber es wird nichts ändern. Schwierigen Momente. Tötest du ihn nicht? Das wird sich nie ändern. Eins. Zwei. Einerseits hätten wir Aidens tote Nichte gerecht. Andererseits bringt es sie uns leider auch nicht zurück. Ich wusste es. Ich wusste es. Deswegen. Ich wusste es. Keine Ahnung, was ich machen soll. Auch wenn einige vielleicht jetzt anders entscheiden, aber wie gesagt, selbst wenn wir ihn töten, bringt es sie uns leider auch nicht zurück.
Maurice lebt in seiner eigenen Hölle. Er ist ein Opfer dieser Sache. Und ich habe genug Tod gesehen. Er bekommt seine zweite Chance. Und ich auch. Genau so sieht's nämlich aus. Wie ich ihm bereits sagte, das würde selbst seine tote Nichte nicht zurückbringen. Gut, jetzt hören wir ein bisschen Musik, was ich eigentlich gar nicht möchte, deswegen werde ich diese Musik auch rausschneiden. Und genauso ist es eigentlich auch in unserer Welt. Wenn ich jetzt die Nachrichten immer höre, dass der nette Erdogan die Todesstrafe wieder einführen will, dann kann ich da eigentlich nur den Kopf schütteln. Erstens würde das wenn wir jemanden damit verurteilen, die Todesstrafe zu kriegen, sind wir im Prinzip schon auf dem gleichen Niveau wie irgendwelche Mörder oder so. Und dass man den netten Zeigesatz Auge um Auge zahlt und sagt, den Mörder zu töten, der jemanden getötet hat, ist auch zwecklos. Klar, im ersten Moment haben wir unsere Rache bekommen, aber hinterher bringt es uns diesen Menschen eben nicht mehr zurück. Deswegen halte ich immer nichts davon. Zum Spiel an sich kann ich sagen, relativ gut. Einige Stellen kann ich sagen, ja, hätten sie verbessern können. Vor allem, dass wir ihn bremsen. Dass ein gewisser Bremsweg vorhanden ist, ist mir klar. Aber bremsen und dann rumlenken. Das ist ja im realen Leben noch besser. Also das hätten sie auf jeden Fall verbessern können, aber jedes Spiel hat eben so wo seine Macken. Auf jeden Fall war es aber trotzdem ein großartiges Spiel. Einige Stellen, wo sich meine Konsole aufgehängt hat, warum auch immer. Also ich kann mir jedenfalls nur vorstellen, dass es einfach an bestimmten Stellen ein bisschen blöd programmiert war. Dass es deswegen einfach nicht lesen konnte. Soll aber nicht weiter schlimm sein. Im Endeffekt haben wir diese Mission trotzdem geschafft. Und die Credits sind ganz schön lang, ne? Die Credits hätten sie auch nebenbei abspielen lassen können. Aber Watch Dogs 2 ist ja bestätigt. Ich hoffe, dass es auch für die Wii-Konsole rausbringt. Ansonsten von mir aus auch für die Xbox. Aber wenn, dann bitte auch noch für die Xbox 360. Eine Xbox One habe ich nicht, geschweige denn eine PS4 habe ich auch nicht. Apropos, im Dezember soll die neue Konsole NX rauskommen, ne? Ich bin wirklich gespannt, was diese Konsole alles kann.
vor allem was für Hardware sie verbaut hat. Und vor allem weiß ich auch, dass Nintendo wieder auf ihre eigenen Medien setzt. Ist ja auf eine Art ganz gut. Allerdings, jawohl. An sich ist es eigentlich gut, weil dann bleibt es eine reine Spielkonsole. Nicht so wie die von Sony oder von Microsoft eben, dass man eben auch DVDs bzw. mit der One jetzt auch noch Blu-rays abspielen kann. Ist zwar ein nettes kleines Feature, aber muss nicht unbedingt sein. Andererseits bin ich davon aber auch nicht abgeneigt, sagen wir es mal so. Er spart mir den Kauf von zusätzlichen Geräten. So, wie sieht's nun aus mit den Credits? Haben wir es bald? Ich glaube nicht. Tschechische Version, ungarische Version, alte. Dänische, holländische, norwegische, schwedische, russische Version. Ich glaube, in einigen Ländern wurde es auch verboten, ne? Chinesische Version. Afrikanisch hätte ich mir mal gerne angehört. Ich dachte, das hätte bestimmt lustig geklungen. Naja. Jetzt kann man wenigstens noch so einige Nebenmissionen machen. Die ganzen fixe Aufträge und dergleichen. In Rogers ist es allerdings für dieses LP vorbei. Eventuell mache ich mal so nebenbei noch ein bisschen was. Aber das halt eher weniger. Jetzt kann ich mich ganz und gar auf Assassin's Creed 4 konzentrieren. Das denke ich mal, werde ich nächstes Wochenende in Angriff nehmen. Da werde ich ordentlich was aufnehmen und dann auch wieder ordentlich hochladen. Die letzte Aufnahmesession war ja über 3 Stunden lang. Dann habe ich wenigstens wieder auch schön was auf Vorrat und kann mich nebenbei dann schön auf Subnautica und Pokémon konzentrieren. Jetzt habe ich ja 6 Folgen hochgeladen von Pokémon, die mein Aufnahmeprogramm zerstört hat. Ich konnte es zwar so rennen, dass das Bild halt vorhanden war, aber der Sound war eben komplett zerstört dazu. Deswegen habe ich das einfach mit irgendeiner frei verfügbaren Musik, die ich auch so verwenden kann, einfach hinterlegt. Und ich denke mal, dass es jetzt auf jeden Fall ordentlich weitergehen kann. Beziehungsweise, wenn ihr ja jetzt hier diesen Schluss seht, ist es ja schon weitergegangen mit Pokémon. Mal sehen. Nachher noch eine Folge Pokémon auf jeden Fall aufnehmen. Heute Abend auf jeden Fall. Heute. Jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich erstmal. Boah. Das. Also, die letzte Mission hat auch nochmal richtig geschlaucht. Mag man gar nicht so glauben. Aber wenn man erstmal die ganzen Szenen so verarbeitet. Oder bis man die verarbeitet hat. Vor allem bei GTA 5 habe ich ja einigermaßen gebraucht, um diese Folterszene zu verarbeiten. Naja gut, ich habe es nicht lange gebraucht, weil innerhalb dieser Folterszene habe ich einfach abgeschaltet. Und mir grundsätzlich immer gesagt, das ist jetzt bloß ein Spiel und alles. Damit man damit
damit man das irgendwie auch dann besser verarbeiten kann, ne? Gut, Leute. Ich denke mal, diese Credits werden jetzt auch gleich vorbei sein. Weil allzu lange sollte es jetzt wirklich nicht mehr dauern, bis diese Credits vorbei sind. Es hat mir jedenfalls sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Spiel zu Let's Playen. Und Assassin's Creed 4 wird mir auch wieder riesigen Spaß machen, weiterzumachen. Jetzt habe ich die Möglichkeit wieder, da ich nicht über USB-Verlängerung arbeiten muss. Jetzt kann ich wieder ganz normal anschließen und dergleichen. Und da ist der Bildschirm wieder schwarz geworden. Es hat mich natürlich auch sehr riesig gefreut, dass ihr mit dabei gewesen seid zu Watch Dogs. Mal sehen. Ich weiß gar nicht, ist Watch Dogs 2 eigentlich schon draußen? Ich glaube nicht. Müsste ich vielleicht mal gucken. Ja, da werde ich mal auf jeden Fall gucken. Und vor allem mal schauen, für welche Konsolen es auf jeden Fall kommt. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir den zweiten Teil auch holen werde. Und mal sehen, ob der zweite Teil dann auch wieder so vollkommen Brainfuck ist. Einige Stellen hier waren wirklich ganz schön. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr bei den anderen Projekten auch wieder mit dabei seid. Jetzt werde ich mich definitiv erstmal um Assassin's Creed kümmern. Dass das fertig kommt, weil ich habe noch so viel in Planung hier. Alleine wenn ich mal meine Dings hier durchgucke, ich habe hier noch, was habe ich hier noch? Legend of Kai habe ich hier noch, was ich spielen möchte. Das ist wieder so ein Spiel in einer Art Spyro-Style. Also solche Spiele mag ich ja extrem. Und was habe ich hier noch, was ich gerne mal machen möchte? Pokémon Tekken nicht. Ich habe noch so einige andere Spiele. Da war glaube ich auch eins für meine Xbox dabei. Aber wie gesagt, erstmal kommt jetzt Assassin's Creed drin, dann werde ich Legend of Kai machen. Und mal sehen, was ich dann hinten dann noch machen werde. Aber definitiv erstmal Assassin's Creed und dann The Legend of Kai. Da waren nämlich so einige Spiele, die ich gerne machen wollte. Aber erstmal muss ich ja hier eins nach dem anderen durchspielen. Das Spiel Legend of Kai habe ich sogar noch gar nicht mal angefangen. Da bin ich auch noch so richtig gehypt. Aber ich quatsche jetzt schon wieder viel zu lang. Und die Credits scheinen ja auch kein Ende zu finden. Ich weiß gar nicht, kann ich die eigentlich überspringen? Nö, natürlich nicht. Warum auch? Naja, die Quits gehören jetzt nur mal so zum Spiel dazu, ne? Ja, so viele Quits habe ich ja noch nicht mal bei Splinter Cell gehabt. Ich meine, es ist ja gut, dass sie alle einen Entwickler mit drin haben wollen und das ist ja auch alles richtig, aber man kann es auch übertreiben. Aber so wie es aussieht, werde ich den ganzen letzten Teil
Also vom Leuchtturm her an alles in einem Teil hochladen müssen oder so. Keine Ahnung. Oder vielleicht nicht. Oh, aber wie es aussieht. Waren das jetzt die letzten Credits? Jetzt kommen nämlich die ganzen Logos. Und dann war es das, glaube ich, auch. Gut, Leute. Dank Ihnen hatte das CTOS ein erfolgreiches Jahr. CTOS Chicago setzt Maßstäbe. Wir sind stolz, in mehrere große Städte des Landes und in die ganze Welt zu expandieren. Es gibt nichts Besseres, um die Stadt an ihre Türschwelle zu holen. Freuen Sie sich auf CTOS 2.0. CTOS. Die Zukunft ist ein Tastendruck entfernt. Gut, er speichert. Und das ist auch genau dieser Zeitpunkt, wo ich endlich sagen kann, Let's Play Watch Dogs ist hiermit auch endlich beendet. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und haut rein. Ciao.